Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Für uns ist es großartig, dass wir jetzt endlich wieder nach 3 Jahren mit der Heim und Handwerk starten können. Und ja, leider war die Zeit nicht einfach. Und ich muss auch sagen, einige Aussteller gibt es auch leider jetzt nicht mehr. Insofern sind wir umso stolzer, dass wir diese Messe jetzt hier sehen können und auch in dieser Größe sehen können. Und dass wir Ausstellern wie auch Besuchern wirklich eine tolle Messe aktuell bieten können. Also ich glaube, wir alle merken, dass sich die Welt verändert hat. Die Pandemie ist das eine, aber aktuell einfach die Situation, die wir in der Ukraine mit Russland haben. Das ganze Thema der Energie, ich glaube, das beschäftigt uns gerade aktuell, gerade hinsichtlich zum Winter kommend, sehr. Wie heizen wir? Wie müssen wir entsprechend vielleicht auch aufgestellt sein? Wie ist das Ganze finanziell? Aktuell, und da sind wir ganz froh, merken wir, dass unsere Besucher, die hier vor Ort sind, bereit sind, auch zu investieren. Sicherlich auch in Produkte, Dienstleistungen zu investieren, die langfristig sind. Also das Geld sinnvoll auszugeben, das ist etwas, was wir gerade merken. Und ja, natürlich einfach auch das Thema Energie hatten wir gerade schon. Da schaut man sich um, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich hier individuell meine Wohnung, mein Haus heizen? Was gibt es für Möglichkeiten im Bereich Solar, Photovoltaik? Da ist sicherlich die Messe gerade der richtige Zeitpunkt, um unabhängig von vielen Handwerkern auch Lösungen angeboten zu bekommen. Ich glaube, ein Punkt ist es gerade, wir Menschen wünschen uns einfach auch wieder ein Miteinander. Und das merken wir gerade aktuell. Die Menschen freuen sich, das Ganze wieder erleben zu können. Produkte nicht nur im Internet zu kaufen, wie wir es alle, glaube ich, gemacht haben in den letzten Jahren, sondern die Produkte anfassen zu können, direkt mit den Produzenten, mit den Herstellern auch in Kontakt treten zu können, zu sagen, wo kommt das Produkt her, welche Geschichte hat das Produkt. Und das ist das, was ich hier auf der Messe erleben kann und was, glaube ich, ja, Aussteller wie Besucher gleichermaßen benötigen, um ein schönes Bild zu den Produkten zu erzeugen, die ich dann mit nach Hause nehmen kann. Denn ich glaube, das Zuhause ist nach wie vor das, was uns wichtig ist, was uns einen gewissen Halt gibt, den wir, glaube ich, auch alle brauchen. Und da freuen wir uns, wenn wir unterstützen können und die richtigen Menschen, die richtigen Produkte zu den Menschen zusammenbringen können. Die Digitalisierung ist immens wichtig für uns alle und die wird auch nicht weggehen. Und das ganze Thema Online-Handel, Online-Shopping wird uns weiter begleiten. Das ist auch entscheidend und das nutzen auch hier unsere Aussteller. Das heißt, du erlebst die Produkte, nicht jedes Produkt wirst du sofort kaufen. Aber entscheidend ist, ein Produkt kennenzulernen, eine Dienstleistung kennenzulernen und dann möglicherweise auch dir eine Visitenkarte, einen Online-Shop mit nach Hause zu nehmen, um dann deine Kaufentscheidung ein bisschen später zu tätigen. Und das ist, glaube ich, die Ergänzung. Zu sagen, du hast einen Kundenkontakt, du hast, bist ein Unternehmen mit einem ergänzenden Online-Shop und somit hast du eine viel breitere Möglichkeit, auch deine Produkte zu verkaufen. Plus wir Kunden haben die Möglichkeit, Produkte finden und kaufen zu können. Insofern ja, Digitalisierung an allen Stellen zur Erleichterung und zur Ergänzung. Also hier fällt mir sicherlich ein, das ganze Thema an Materialien. Wir stellen ein anderes Bewusstsein fest, gerade was das Thema nachhaltige Materialien angeht, also gerade im Bereich von Möbeln, sehr viel aus Holz, aber auch entsprechend im Bauen, Sanieren, Modernisieren Bereich. Was gibt es hier? Was gibt es für neue Dämmmaterialien? Was gibt es, das Thema Lehmputz, entsprechende Wandfarbe, die ökologisch ist? Das sind sicherlich Themen, die aktuell mehr nachgefragt werden, als sie es noch vor 3 Jahren wurden.
Von meiner Seite aus ist es wichtig, gar keine Rekorde zu brechen, sondern dass wir hier mit dieser Messe nach 3 Jahren wieder stattfinden können und dass wir vor allem zu den Ausstellern die richtigen Kunden finden. Ich muss aber sagen, dass wir jetzt nach 2 Tagen Messe wirklich mit den Besucherzahlen sehr zufrieden sind. Und auch das erste Feedback von unseren Ausstellern ist durchaus positiv. Und vor allem, alle haben wieder Spaß, die Produkte zu erleben, in den Austausch zu gehen. Ja, und einfach wieder Messe fühlen und erleben zu können. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir es mit der Heim und Handwerk schaffen, dass jeder glücklich von der Messe nach Hause geht, dann ist es das, was wir erreichen wollen, ohne an Rekord oder Ähnliches in Besucherzahlen zu denken. Das tut man. Ja, ich muss sagen, ich kaufe auf jeder Messe bei uns ein. Natürlich auch immer ganz unterschiedlich. Was benötige ich gerade? Vor 3 Jahren bin ich umgezogen und ja, natürlich war genau die Heim und Handwerk die Plattform, wo ich die Küche eingerichtet habe, das Wohnzimmer eingerichtet habe. Und ja, auch dieses Jahr habe ich schon das ein oder andere entdeckt, was es sicherlich zu mir nach Hause schaffen wird. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.